wunderschöne Vorweihnachtszeit. Aber wisst ihr was? Für das heutige Video werde ich mal die Weihnachtsmannstimme ein kleines bisschen outfaden. Was daran liegt, dass ich heute eher in einen entspannten Quatschmodus gehen möchte für dieses Video. Und da ist es dann doch relativ anstrengend, so lange diese Weihnachtsmannstimme aufrechtzuerhalten. Vor allem, da ich langsam merke, dass das ein bisschen auf die Stimmbänder geht, weil man ja doch schon die Stimme so ein kleines bisschen verstellt. Heute soll es darum gehen, wenn ich an Weihnachten denke und ich lasse so in meinem Kopf Revue passieren, welche Spiele verbinde ich mit Weihnachten? Und warum? Und dabei meine ich gar nicht mal unbedingt Spiele, die Weihnachten in sich drinne haben. Wie zum Beispiel, es gab früher irgendwie eine Duke Nukem 3D Mod, wo dann alle eine Weihnachtsmütze auf hatten, das weiß ich noch. Oder in JazzTagRabbit gab es ein Weihnachtslevel. Oder hier das Level in Super Mario Odyssey, finde ich, hat sowas von Weihnachtsflair. Oder Banjo-Kazooie ist ein riesiger Tannenbaum, das Level. Solche natürlich ja, und es gibt auch Weihnachtsstages und eventuell Mario Party, Mario Kart spielen und so weiter und so fort. Sondern das andere. Nicht Weihnachten in Videospielen, sondern Spiele, die ich tatsächlich mit Weihnachten persönlich verbinde. Dazu muss ich zum einen einmal auf die Spiele gehen, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und die ich halt dann auch um die Weihnachtstage herum gespielt habe. Da reden wir unter anderem von SimCity für den Super Nintendo. Dieses Spiel verbinde ich ganz, ganz doll mit Weihnachten, genauso wie Super Mario Kart. Diese beiden Spiele habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen und ich habe sie dann dementsprechend natürlich auch am Weihnachtstag, am Weihnachtsabend gespielt. Und ich muss halt dazu sagen, ich hatte halt eine wunderschöne Kindheit. Für mich war Weihnachten immer die schönste Zeit überhaupt. Mein Nachbar und später mein Onkel haben halt Weihnachtsmann gespielt bei uns. Und ich fand das immer super aufregend. Ich hatte Respekt vor dem Weihnachtsmann. Das war immer ganz, ganz aufregend. Ich habe immer Gedichte aufgesagt und war immer ganz aufgeregt. Ich habe sogar mal Gedichte geschrieben. Da war ich dann aber schon älter und wusste, dass es den Weihnachtsmann eigentlich nicht gibt. Und habe dann auch ab und zu mal meine Spiele geschenkt bekommen. Witzigerweise erinnere ich mich halt vor allem an die Super Nintendo Spiele. Beim Game Boy wüsste ich jetzt kein einziges Spiel, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Habe ich bestimmt, aber ich erinnere mich nicht dran. Nintendo 64 war ja eh nicht so viel, da die musste ich mir schon größtenteils selbst besorgen. Und GameCube habe ich mir ja alles schon gekauft, da war ich ja schon jugendlich. Und habe mir das im Tierpark alles erschuftet, zusammen mit meiner Mofa. Aber Super Nintendo habe ich halt recht viel geschenkt bekommen. Wie gesagt, unter anderem SimCity für den Super Nintendo. Ich liebe dieses Spiel dafür, das ist so eins meiner Kindheitsgames. Super Mario Kart habe ich auch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und Secret of Mana. Terranigma habe ich damals, genau wie Super Mario World, Entschuldigung, habe ich halt zu meinem Geburtstag bekommen, wie den Super Nintendo selber auch. Aber Secret of Mana habe ich zu Weihnachten bekommen. Das weiß ich deshalb noch, weil ich damals Terranigma schon hatte und habe dann gedacht, oh cool, ein zweites Spiel dieser Art und habe das dann gespielt. Und Secret of Mana ist halt bis heute deshalb eines meiner liebsten RPGs. Da hängen super, super viele Kindheitserinnerungen dran. Ich denke halt auch einfach sehr, sehr gerne an Weihnachten. Und wie ich euch ja unlängst in einem Video erzählt habe, bin ich ja Nostalgiker. Das heißt, ich persönlich, wenn ich ein Videospiel sehe oder daran denke, dann denke ich nicht nur an das Spiel, sondern ich denke an all die Emotionen, die ich eben mit diesem Spiel verbinde, die ich koppel mit diesem Spiel. Und dazu gehört dann eben halt auch sowas wie, ja, meine Weihnachtserinnerung und meine Familie, speziell mein Vater, der ja nicht mehr unter uns ist. Und all diese wunderschönen Erinnerungen kommen hoch, wenn ich Secret of Mana sehe. Jetzt ist ja natürlich auch Secret of Mana speziell, weil dieses Spiel spiele ich halt auch jedes Jahr zu Weihnachten einmal durch. Und man rettet den Weihnachtsmann. Ziemlich cool. Man spricht ja mit Rudolf und man muss den Weihnachtsmann tatsächlich retten. Also man rettet dann dementsprechend auch Weihnachten in Secret of Mana. Das heißt, wir haben hier sogar Weihnachten in einem Videospiel selbst. Dann gibt es da noch so ein paar andere Super Nintendo Spiele. Hier weiß ich aber oft halt nicht, wann habe ich sie genau bekommen. Ich glaube, dass ich Plock zum Weihnachten bekommen habe. Aber hier kann ich jetzt nicht mehr so 100% zuordnen, wann ich Battletoads, wann ich Pocky und Rocky und so, wann ich diese ganzen Spiele bekommen habe. Ob zwischendurch, auf dem Flohmarkt oder Geburtstag oder Weihnachten. Hauptsächlich zuordnen kann ich SimCity, Super Mario Kart und vor allem Secret of Mana. Dann gibt es da noch Spiele, die ich mit der Weihnachtszeit selbst verbinde. Das eine Spiel ist tatsächlich Wii Sports. Und das mag jetzt den einen oder anderen seltsam stimmen. Wii Sports bei mir folgendermaßen.
Ich habe ja eine ganze lange Zeit lang immer in einem Studentenwohnheim gelebt. Das Christian-Albrechts-Haus in Kiel. Da habe ich 5 Jahre lang meine kleine Bude gehabt. 4,5, glaube ich. Bevor ich dann in eine WG gezogen bin. Und in diesem Haus hatte ich ganz, ganz viele Freunde. Ich war ein sehr geselliger Mensch. Ich hatte ja auch davon ein paar Jahre gar nicht wirklich studiert. Das heißt, ich war der, der immer Zeit hatte. Ich hatte einfach super viele Freunde. Und immer zu der Weihnachtszeit herum haben wir immer einen Beamer im Barraum aufgestellt und haben da sehr viele Community-Abende gemacht, haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, haben auch versucht, für die da zu sein, die eben nicht zu ihren Familien können, weil viele internationale Studierende, die nicht unbedingt jedes Weihnachten in ihr Heimatland fliegen oder reisen können. Und haben dann halt sehr viel mit diesen Menschen gemacht und unternommen, um sie auch in diesen deutschen Weihnachtsspirit einzubringen. Und eins der Spiele, dass ich habe halt meine Wii dann immer mit runtergenommen, ich habe meine Controller mit runtergenommen und über den Beamer im Barraum haben wir dann eben die Wii angeschlossen und wir hatten super viele tolle Community-Abende mit Wii Sports. Auch mit Wii Play, aber es war einfach vor allem Wii Sports. Bowling, Tennis und so, das war halt immer der Hit. Die Leute hatten einen Megaspaß und deshalb hat einfach dieses Spiel Wii Sports uns gerade in der Vorweihnachtszeit immer extrem zusammengeführt und deshalb verbinde ich da halt sehr, sehr tolle Erinnerungen in diesem Fall mit Wii Sports. Dann haben wir da ein Spiel, was auch mir gerade in dem Bezug auf Weihnachten sehr, sehr viel bedeutet. Das ist Flüff. Flyff, ich sage immer Flüff, klingt lustiger. Habe ich eine ganze Zeit lang gespielt. Ich schätze immer so 1,5 Jahre, vielleicht auch 2 Jahre. Ich glaube, es waren 1,5, weil ich habe nur einmal Weihnachten mitgemacht. In solchen MMOs, das könnt ihr euch ja sicher vorstellen, entweder ihr spielt ihr Final Fantasy XIV, World of Warcraft oder es gab ja noch so viele andere früher, Rappels und so weiter und so fort. Und da ist es ja oft so, dass dann immer extra ein Weihnachtstheme gebaut wird. Das heißt, auf einmal ist jetzt gerade bei Flüff Universe auch wieder passiert, dass halt alles Schnee ist und es gibt natürlich Weihnachtsklamotten zu kaufen und da gibt es eine kleine Weihnachtsquest und eine Schneemann-Quest. Und ein paar Tiere und Gegner haben auf einmal einen Weihnachtsskin. Und es wird einfach so eine richtig tolle Weihnachtsstimmung in diesen MMOs erzeugt. Gerade World of Warcraft hat ja auch immer gerade zu den großen Weihnachtstagen immer extra große Raids und Bosse und so weiter. Und in Flüff war es aber wirklich so, dass bei mir ganz, ganz doll zu dem Zeitpunkt gerade das Community-Gefühl aufkam. Wir hatten unsere Gilde, wir hatten Destiny und ich hatte viele tolle Freunde in Flüff gefunden. Und zu der Weihnachtszeit herum haben wir uns dann in Flüff getroffen und wir haben dann halt einfach ganz viel Blödsinn gemacht. Wir sind rumgelaufen, wir haben unsere Weihnachtskostüme angezogen, wir haben andere Leute gebufft, wir haben uns gegenseitig, wir haben Dinge verschenkt, wir haben so einen Yule Club gemacht, sodass jeder irgendwie einen Wert von Gegenstand als Geschenk irgendwie rumgereicht hat. Das war halt super lustig. Und ich mochte einfach ganz toll dieses Community-Gefühl und dieses Miteinander. Und das war gerade in Bezug auf das Weihnachtsevent halt auch immer besonders toll. In World of Warcraft weiß ich halt auch noch, dass mir da Weihnachten auch relativ wichtig war, weil wir zu dem Zeitpunkt auch eine ganz, ganz tolle Gilde hatten. Ich war mit vielen aus der Gilde natürlich dann auch abends im TS und wir hatten da unsere Freude. Knuddels sowieso, aber Knuddels ist kein Videospiel, aber mit Knuddels verbinde ich zu den Weihnachtszeiten auch sehr viele Erinnerungen und an gute, gute Freunde. Und World of Warcraft, natürlich, man hat seine Gilde, man hat sich unterhalten, man hat da nächtelang zusammen gesessen und da dann auch wieder, da waren dann halt auch einige, die hatten keinen guten Kontakt zu ihrer Familie und wollten dann auch zu Weihnachten nicht großartig weg, haben die Zeit dann lieber in World of Warcraft verbracht, was natürlich deren Sache ist. Ich habe ja gelernt, nicht jeder mag Weihnachten, nicht jeder hat gute Erinnerungen an Weihnachten, nicht jeder hat gute Erinnerungen an die Familien und deshalb gibt es halt viele, die mit Weihnachten nicht so viel anfangen können wie ich. Und ja, die haben dann natürlich gerne ihre Vorweihnachtszeit und die Weihnachtszeit in World of Warcraft verbracht. Und ich war immer bei meiner Familie, aber gerade so die Zeiten davor haben wir dann immer eine tolle Zeit gehabt. Aber irgendwie vehementer in Erinnerung habe ich das eben gerade in Bezug auf Flüff. Ja, ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ab und zu rutscht mir diese Weihnachtsmannstimme noch raus. Das ist einfach, wenn man hier in diesem Aufzug sitzt. Ansonsten war es das tatsächlich bei mir. Wie gesagt, ich kann ganz viele Spiele nicht auf Weihnachten zuordnen. Ich weiß noch, dass mein Bruder mir mal Max, das alte Gameboy-Spiel, geschenkt hat zu Weihnachten, weil er wusste, dass ich das suche. Aber wir haben halt irgendwann aufgehört, uns gegenseitig teure, irgendwie großartige Sachen zu schenken. Stattdessen irgendwie lieber kleine Freuden zu machen. Und an viele Spiele aus meiner, weil kann ich eben nicht mehr zuordnen, ob es jetzt Geburtstag war oder genau Weihnachten. Aber das sind die Spiele,
die ich in Bezug mit Weihnachten verbringe und die bei mir ganz tolle Erinnerungen gerade an die Weihnachtszeit hervorrufen. Ich bin ja eh der absolute Anti-Grinch. Ich liebe Weihnachten, ich mag die Weihnachtsvorstimmung und gerade deshalb finde ich es im Moment so schade, dass diese Weihnachtsvideos für so viel Zwiespalt in der Community sorgen und so viele Leute gerade stören. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass ihr einfach dann, wenn diese Videos nichts für euch sind, einfach nicht guckt. Ich finde es halt einfach sehr, sehr schade, dass da gerade so viele sich an diesen Videos stören, wobei sie doch einfach nur zusätzlicher Wohlfühl-Content sein sollen. Aber gut, man kann nicht in den Kopf der Menschen gucken. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Freude dran und ich freue mich über jeden Menschen, der mit diesen zusätzlichen Weihnachtsvideos einfach seine Freude hat. Und ja, ich freue mich für jedes Lächeln, das ich damit erzeugen kann. Schreibt gerne in die Kommentare, was für Spiele gibt es bei euch, die ihr mit Weihnachten eben ganz doll verbindet und warum. Würde mich freuen. Das lese ich mir dann demnächst wahrscheinlich im Stream. Lesen wir uns das einmal zusammen vor und gehen das ein bisschen durch und machen dann im Stream auch wieder Weihnachtsstimmung. Also meine Lieben, wir sehen uns dann jetzt demnächst und ich sage noch einmal, ho, 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 meine Lieben. Wunderschöne Vorweihnachtstage wünsche ich. By the way, wir holen uns heute einen Hund. Hahaha.